Weil die ÖVP mit der Redezeit etwas hinten ist, kommen jetzt gleich noch zwei Abgeordnete der ÖVP. Als erste Elisabeth Scheucher-Bichler aus Kärnten. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Regierungsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es wurde ja heute schon mehrmals gesagt, wir beschließen eine Reihe von Gesetzen, die wir brauchen, um die Covid-19-Pandemie möglichst gut zu bewältigen. Es geht um Schutz für Menschen, es geht aber auch um Sicherung der Pflege. Ich komme noch einmal zurück auf die 24-Stunden-Hilfe. Es werden also Daten übermittelt an die Ämter der Landesregierungen, um möglichst früh zu sehen, ob es einen Engpass gibt, Kontakt aufnehmen zu können mit den Betroffenen. Und ich glaube, das ist gut. Insgesamt bedanke ich mich aber auch dafür, dass es von Seiten der Regierung viele Initiativen gibt, einen Korridor zu schaffen. Ich möchte mich bei Caro Edtstaller und allen anderen sehr herzlich bedanken für ihre Initiative in Richtung Rumänien. Wir brauchen es auch für Bulgarien, wir brauchen es auch für Kroatien. Und ich denke, wir werden es schaffen, mit Test statt Quarantäne auch hier eine optimale Lösung zu bekommen und die 24-Stunden-Hilfe sicherzustellen. Danke dafür. Danke auch den Betreuerinnen, denn viele sind freiwillig da geblieben. Ich habe viele Gespräche geführt, wo sie gesagt haben, ich lasse meine Klienten jetzt nicht im Stich, ich bleibe hier. Trotzdem, wenn wir wissen, dass wir 460.000 Pflegegeldbezieherinnen in Österreich haben, dann ist die 24-Stunden-Hilfe, dann sind die Personenbetreuer nur ein Teil, 20% ein kleiner Teil. Jede Betreuung ist wichtig, aber man muss das auch einmal betonen und sich die Pflegelandschaft genauer anschauen. 20% werden in Pflegeheimen betreut, der Betroffenen. Und da auch ein Danke, Herr Bundesminister, dass wir jetzt hier zu Tests kommen der Betroffenen, aber auch der Pflegerinnen und Pfleger und dass damit auch die Besuchsregelungen gelockert werden können. So hoffe ich mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die es nur gibt, weil wir wissen, die Pflegeheime sind Hotspots. Hier müssen wir sehr vorsichtig vorgehen. Aber das betrifft also jetzt nicht nur die Menschen, die dort betreut werden, die zum Teil dement sind, die in einer Altersdepression sind, die nicht wissen, wieso sie auf einmal alleine sind und keine sozialen Kontakte haben, sondern das betrifft auch die Angehörigen. Und ich verstehe sie. Muttertag steht vor der Tür. Ich bin froh, dass es hier zu Lockerungen kommen wird. Danke auch dafür. 75% der Pflegegeldbezieherinnen werden zu Hause betreut. Und schon vor und auch während der Pandemie sind es vor allem die pflegenden Angehörigen und die mobilen Dienste, die hier die Betreuung sichern. Die kommen einfach zu kurz auch in der Diskussion. Daher auch hier von meiner Seite ein großes Danke an die pflegenden Angehörigen und die mobilen Dienste. Auch die mobilen Dienste brauchen. Und Herr Bundesminister, wir haben es ja auch im letzten Gesundheitsausschuss diskutiert, brauchen hier mehr Unterstützung, Schutzausrüstung, auch Tests. Die könnten wir beispielsweise im Hilfswerk auch selbst machen. Das wäre dann wesentlich unbürokratischer und würde auch schneller gehen. Also auch hier bitte nicht drauf zu vergessen, 150.000 Personen in Österreich werden durch mobile Dienste betreut. Kommt zum Abschluss. Ich schließe mit Sebastian Kurz, der gestern gesagt hat, gehen wir mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. Ich bin sicher, wenn die Österreicherinnen und Österreicher mit uns diesen Weg weitergehen, diesen Weg der Sicherheit, wo es um die Rettung von Menschenleben geht, es geht immer um die Rettung von Menschenleben, dann werden wir die zukünftigen Herausforderungen im Sozialen, aber auch in der Wirtschaft gut bewältigen. Und ein Thema noch, weil es auch in der Öffentlichkeit im Moment diskutiert wird, zur Regelung im Bereich der Veranstaltungen. Niemand hat je daran gedacht, Seniorinnen und Senioren wegzusperren. Das an die Adresse des Pensionistenverbandes. Wir wollen Menschenleben retten und für uns sind junge und auch ältere Menschen gleich viel wert. Es geht um den Schutz und es geht um die Rettung von Menschenleben. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Danke an alle, die hier mithelfen. Vor allem auch danke den Österreicherinnen und Österreichern, die diesen Weg mitgehen.